Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. In der letzten Folge haben wir uns ins letzte Gebiet vorgewagt und müssen nun Mütterchenpflanze ausrotten, Salz auf den Boden streuen, damit sie nie wiederkommt. Und wie das Ganze abläuft, das erfahrt ihr heute. So riesig wird die Map ja nicht sein, ne? Der Roboter kann sie ja zum Glück nicht einnehmen. Das wird ihr wahrscheinlich verwehrt bleiben. Weiß hier sonst noch irgendwas? Irgendwas, das lebt? Gehen wir erstmal zum Leuchten. Da ist die riesengroße Map. Snapping her branches is probably useless. Tearing out her roots will take a few years. But something tells me popping those big pods are gonna cause her a world of pain. Die sehen ein bisschen anders aus als Kapselbringer, ne? Was leuchtet denn da so hübsch? So, eine tolle Gelegenheit. Bürger, befürchten Sie, infiziert zu sein? Zeigen Sie erste Anzeichen einer Kontaminierung? Möchten Sie Ihren Mitmenschen helfen, wissen aber nicht wie? Freiwillige Quarantäne, jetzt verfügbar. Keine Buchung erforderlich, freie Wahl der Unterkunft, Vorabzugang zu medizinischen Untersuchungen und Tests, Sicherheit rund um die Uhr, recyceltes gratis Lebensmittel und Kleidung. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vollstrecker oder wählen Sie jetzt 555-220-220. Ach, so ist Bormin also dazu gekommen, ja. Also müssen diese komischen Kapseln töten. Okay. Ich denke mal, direkt zum Baum zu laufen macht keinen Sinn. Okay, das sieht nicht so cool aus. Da sind drei Leute auf einen Haufen. Schauen wir uns erstmal weiter um. Ich möchte erstmal eine Übersicht haben von unserem Kampfgebiet hier. Schön, dass man da den Boden nicht sieht. Ist also useless. Gigantic lizards call it in ghoul vomit. I don't get it. Was sind die los? Ach, der streift umher, das ist perfekt. Wobei, wir können ihn auch so ausschalten, ne? Aber ist ja ein leichtes Opfer. Das ist der Kapselwurzler. Okay, das heißt, die Kapselbringer mit diesen komischen Beulen, wenn wir die töten. Oh nein, ich habe die falsche Waffe verwendet. Lol, zum Glück habe ich gespeichert. Oh, meine Silent-Waffe ist nicht mehr als allererstes drin. Ich habe schon gedacht, hä? Wieso hat das jeder mitbekommen? So unmöglich ist das. Aber nein, es ist leider nicht möglich. Es ist doch möglich. Aber ich habe ja gespeichert, glücklicherweise. Normalerweise mache ich das nicht, wenn da irgendwie so ein schwacher Gegner rumläuft. Aber heute war das mal ein Zufall. Ja, komm. Ist okay. Lauf noch da in dein Versteck. Donut. Nein, ich habe die Mimir-Pistole benutzt. Aber wenn der stirbt, merken das die anderen oder was? Hä? Jetzt hat's doch nur das Ding bemerkt. Ist ja komisch. Muss man nicht verstehen. Oh, da ist einer ziemlich nah dran. Ich glaube, der hat's bemerkt. Im letzten Mal war er wahrscheinlich noch näher dran. Ich hoffe, er bemerkt nicht, wie ich diesen Kapselbringer hier umbringe. Das wäre scheiße. Wir haben doch eine Silent-Waffe, die richtig kacke ist.
Was war das jetzt? Sind die zusammen verbunden? Weil der andere hat jetzt auch angefangen. Das war ja komisch. Der brütet gleich was aus. WTF? Das könnte ungünstig werden. Oh, guck mal, hinten leuchtet noch was. Wir laufen mal da hinten hin. Leuchtende Sachen sind immer gut. Wir speichern jetzt mal auf einem anderen Speicherstand. Weil das könnte ein Bug sein. Kapselzerstörer. Den Baum an sich habe ich jetzt noch nicht gesehen. Kommt hier das Leuchten her? Nee. Every step of your journey, my endospores breathed in your pheromones, your fears. Heroes have such a sweet smell. You have this old tree feeling young again. Ja, Mrs. Alte Omi. Schön für dich. Ich bin hier erstmal Dinge zu sammeln. Zu überlegen, wie ich den Rest mache. Weil da ist noch so ein ganz, ganz dicker. Da, die müssen wir aufhalten. Dem Baumfreund. Alter, wie viel Leben hat denn der? Ach, guck mal, da ist der Baum. Bemerkt er mich, wenn ich hier rumlaufe? Bin ich hier irgendwie angekettet, oder? Alter, was steckt ihm denn da drin? Hat ihm irgendjemand was gespritzt aus Versehen? Ah, guck mal, du scheinst noch ein leichtes Ziel zu sein. Erstmal die ganz leichten Ziele ausschalten. Prio 1. Stay away from me. Wieso macht das Ding keinen Schaden, ey? Okay, so viel zu dem. Da ist noch ein Dino in Blau. Okay, das Problem ist, wenn ich den Kapselbringer hier angreife, dann werden die anderen wahrscheinlich wild auf mich sein. Oh, guck mal, der eine Kapselbringer läuft noch weg. Okay, der andere auch noch. Das ist richtig gut. Kann ich mich hier hinstellen und den doch ausschalten, oder? Je weniger Gegner, desto besser. Aber ich werde wahrscheinlich einmal verfehlen und dann werde ich mich hassen. Nee, doch nicht. Was? Der hat's bemerkt? Okay, vielleicht können wir ihn auch noch ausschalten. Bevor er was ausspuckt. Natürlich. Das ist eine Scheiße. Ich hab doch gesagt, der buggt. Ah, eine Runde. Eine Runde. Wow. Okay. Was heißt der Kapselbringer? Ist für uns tabu. Fürs Erste. Stattdessen müssen wir Plan B rausholen. Scheiße. Ich wusste es doch. Kapselpanzer. Ich muss mich nämlich um den Kapselpanzer kümmern. Aber hier ist so wenig Verteidigung. Ja, super, ich kann mich hier hinter dem Spielzeug verstecken. So. Und hier hinter dem Baum hoffentlich. Hinter dem Dino kann ich mich nicht mal verstecken, ey. Das sind viele.
Gucken wir erstmal. Außer Reichweite, scheiße. Kapselzerstörer, an den muss ich rankommen. Ha, ist sehr witzig, Spiel. Sehr witzig. Also gut, das dürfte hier recht problematisch werden. Lass mich nochmal was probieren. Wir gehen mal hier hoch, zu dritt. Und versuchen wir sie meinetwegen auszuschalten. Ah, oh, das wird so eklig. Okay, erstmal speichern, weil wir müssen jetzt hardcore auf den Kapselbringer gehen. Hoffen, dass er quasi direkt abnippelt. Don't get stupid. Und dann gucken, wie die Gegner reagieren. Ich hätte gern, dass der Kapselbringer auf jeden Fall stirbt. So, wenn ich jetzt die nächste Runde überlebe, kann ich einen einnehmen, der sie dann ablenkt. Den wollte ich ja nicht einnehmen. Ah, okay, das ist schon mal scheiße. Ja, da muss ich den vorher einnehmen. Und dann schießt er mit auf den Kapselbringer. Hoffentlich stirbt er dadurch. Wenn nicht, dann muss ich nochmal umplanen und den Kapselbringer ignorieren. Ich glaube, noch einen wird er ja nicht hervorbringen, ne? Sehr schön. Dann lauf mal dahin. Du musst nämlich so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf dich ziehen. Okay, dann werde ich töten können. Den werden wir nicht töten können, glaube ich. Ich hätte speichern sollen, bevor ich mit ihm losrenne. Doch, es geht. Nice. So, jetzt wollen nämlich alle auf den Kapselhüpfer. Genau, greif die mal an. Wir sind aber weit weggelaufen. Danke, dass du jetzt ein gutes Ziel abgibst. Perfekt. Oh oh. Okay, wir haben ein neues Ziel gefunden. Der da. Der muss sterben. So, komm, bitte stirb. Es wäre mir sehr viel wert, wenn du drauf gehst, damit ich meine Deckung behalten kann. Ich könnte sie von hier aus treffen, geil. Oh, da war ein Freund. Alles klar, der ist tot. Das war wichtig, dass der drauf geht. Oh! Das war guter Schaden. Oh, scheiße, er ist tot. Oh, jetzt kommt der Kapselpanzer zu mir. Ich hoffe, ich kann dich dennoch treffen. Scheiße, keine Feuerlinie. Ach, das gibt's doch nicht. Ah. Das ist schlecht.
Das ist denkbar schlecht. Overwatch. Overwatch. Vielleicht kann ich ihn runterschubsen, wenn er hochkommt. Ah. Nein, Leute, greift ihn doch nicht an. Jetzt hört auf, den anzugreifen. Ihr sollt ihn denken. Warum? Oh, das ist nicht gut. Oh, scheiße, er schießt sogar. Aber er lebt noch, er lebt noch. Okay, Magnus. Doch mal dahin. Die Frage ist, kann ich ihn überhaupt runterschubsen? Töten werde ich ihn wahrscheinlich nicht können. Crit 30%. Nein, wir können ihn nicht runterschubsen. Aber wir können unser Bestes geben, ihn zu töten. Scheiße, ich muss nachladen. Sonst hätte ich wäre ich gelaufen. Alles klar. Nein, einer hat verfehlt. Nein. Oh Gott. Ernsthaft, der trifft auch noch. Ah, scheiße. Okay, er rennt wieder weg. Ich muss mich endlich heilen. Das Problem ist, wenn ich keine Feuerlinie. Er hat keine Feuerlinie auf mich, ne? Das heißt, wir rennen mal dahin. Und heilen uns. So, du kannst irgendjemanden treffen. Nein. Dann heil dich mal. Jetzt kann ich ja so viel verbrauchen, wie ich will, weil am Endeffekt bin ich jetzt hier am Ende. Und dann Overwatch du auch. Und du kannst aber jemanden treffen. Ernsthaft? Oh, tolle Sniper habe ich da. Hallo? Wieso ist er jetzt nicht runtergeflogen? Was ist denn mit dem nicht in Ordnung, Mann? Oh. Das ist nicht gut. Aufs erste komme ich so klar. Der war wichtig. Und der auch. Das heißt, ich kann ihn gleich wiederbeleben. Und dann können wir den Kapselbrenner da hinten töten. Ernsthaft. Stay still. I'm gonna patch you up. Thank you. Ich muss nachladen. Nur ich kann ihn auch so treffen, bestimmt. So, mein Freund. Gib alles. Geht doch. Okay. Und nun? Der da hinten. Ich denke immer in die Zukunft. Wenn du nicht an deine. Oh, kein verfügbares Ziel. Dann muss ich dahin laufen. Geh doch. Hauptsache die anderen von da hinten kommen jetzt nicht. Das wäre ein bisschen ungünstig. Auch außer Reichweite. Na, dann haben wir mal ganz gemütlich nach.
Oh scheiße, sie kommen auch. Ach scheiße, okay. Dann versteck dich mal da. Don't get stupid. Ist zwar ein netter Ort, aber ich muss hier weg. Oh, hätte ich gewusst, dass die angreifen, sobald ich das Ding angreife, ne? Wäre ich anders vorgegangen. Da sollen die mal herkommen, einzeln. Kommt da jetzt was raus, oder? Nein, okay. Ich hatte kurz Befürchtung, dass da ein Boss rauskommt. I alone can cleanse the zone. Don't you want to be happy? Also ich bin happy, wenn die ganze Scheiße hier vorbei ist. Overwatch. Okay, jetzt wird erstmal gewartet, bis die herkommen. Ich habe kein Problem damit zu warten. Overwatch. Billigste Taktik ever, aber sie wird funktionieren. Overwatch. Zumindest der Dicke muss irgendwie herkommen. Aber es würde mir tatsächlich reichen, wenn so viel wie möglich herkommt. Jetzt hängt er da oben rum, ne? Ja, meine Deckung ist weg. Ja, schade, nicht gestorben. Krieg ich Molotov darüber? Ja. Eine Granate? Da wird sich keiner mehr verstecken können. Komm zu mir. Gar kein Problem. Overwatch. Overwatch. Der läuft nur von A nach B. Oh, der Granatenheini, ey. Overwatch. Overwatch. Wenn der gleich eine Granate auf mich wirft, ist scheiße. Ja. Das ist kacke. Tja, das kannst du nicht zerstören, Kollege. Oh, ich habe keine Munition mehr. Shit. You deserve it. Ja, Bobin. Lauf einfach mal dahin. Ah, dass er so weit werfen kann. Oh, da ist trotzdem noch eine Treppe. Okay, vielleicht ist da noch keine Treppe mehr. Da wollte ich nicht hinrennen. Egal. Kommst du jetzt hoch? Er kommt nicht hoch, wir müssen hinlaufen. Ich werde ihn mit Granaten sprengen. Ach, dafür muss ich noch ein bisschen näher ran. Lass uns mal dahinter bleiben. Vor allem Overwatch da. Ich kann gleich einfach seine Pflanze angreifen. Was macht er denn dann? Ja, nix. Falls jetzt nicht kommt. Oh, da oben liegt doch noch Stuff, das ich nicht kriege, oder? Ja. Naja, gut, es ist eh. Wir sind eh am Ende. Jetzt kommt er hoch, ne? Der ist einfach zu unfähig hochzukommen. Ja, auf mehr kann ich nicht schießen, verdammt. Okay, dann laufen wir halt dahin. Dann laden wir nochmal kurz unsere andere Waffe nach. Und du wirfst mal eine Granate auf ihn, ne? Da hat er bestimmt Bock drauf. Ja, viel Spaß beim Brennen. Kommst du jetzt? Oder willst du da noch ein bisschen brennen?
Der kommt einfach nicht hoch. Das ist ein Problem. Ja, die MP-Granate hilft mir auch nicht weiter. Könnt ihr ihn versuchen einzunehmen, ja. Dass er ein Stück weiter wegläuft. Make a move, Stalker. I dare ya. Na gut, dann greife ich deinen Freund an. Habe ich auch keine Schmerzen mit. Habe ich noch Granaten mit hier? Ich habe noch Molotov. Aber der brennt noch, ne? Der brennt noch. Na gut. Overwatch. Overwatch. So traue ich auch nichts weiter, ne? Na gut. Baumfreund muss sterben. Das ist auch der letzte Dicke da. Und ich komme nicht an ihn ran, weil er sich da versteckt. Ich kann halt nur ihn nur dazu bringen, zu verbrennen. Hast du noch Molotov? Ja. Ich habe tatsächlich noch einen Molotov. Zwei Molotovs. Damit könnte ich ihn eventuell verbrennen. Aber nur eventuell. Was für ein finaler Kampf, ey. Voll Billo. Ach, guck mal, die Gerätschaft da hinten lächelt. Seht ihr den Smiley? Brennst du noch? Ne, der brennt nicht mehr, okay. Du hattest ja keinen Molotov mehr, ne? Ist das dein Ernst? Ich krieg den nicht mal getroffen. Tja, was sagst du dazu? Dein Baumfreund ist tot. Ist der Kampf vorbei? Ich muss den Dick nicht mehr töten, lol. Jaikos mighty branches splinter and crash. The ground underneath us rumbles and splits wide open. We back off and watch old Jaiko collapse into a gaping sinkhole. Through the dust, we peer down. Jaiko's dead roots stretch through steel hallways. A lab covered in Mimer logos. A familiar sight. Another Eden. We climb down, search the lab. Through the wreckage, a single monitor flickers with life. We huddle around the screen. The words, Mutant Project, blink on and off in big red letters. Then his young face, looking back at us. Ingmar Edison, our elder. He's recording some journal. Describing how his scientists created a mutant tree that could clean toxins in the air. A last-ditch effort to reverse the ancients' poisonous pollution. What the Elder didn't realize was when his scientists ditched their lab, Jaiko remained. Evolving, stretching her roots through the zone. Her mission still intact. She identified toxins as mutants and ghouls, so she replaced us with cleaner versions, wiped of everything that made us human. Jaiko was a mutant created by the Elder, just like us. I shoved my fist through the monitor. We don't need the Elder anymore. We have each other. The red vines wither. The pods rot away. We return to the Ark, and the dwellers cheer our arrival. We get the hero treatment Doc's always wanted. And for the first time in my life, I feel like a hero. Missing his bar, Prip appoints a new elder. Me. I guess I have to start taking responsibility for my life. Happy endings die with the ancients, but new beginnings live on with us, the dwellers of the Ark.
Whatever the Zone throws at us, we'll be ready. We're keeping humanity alive for a reason. Sometimes I look to the night sky and wonder if Ingmar Edison is looking down at us. Ja, aber was ist mit ihm passiert? Ich dachte, das finden wir noch heraus. WTF? Ja, Leute, das war schlussendlich jetzt doch das Ende. Es war nicht so spektakulär, wie man es hätte vielleicht verbuchten sollen, weil das irgendwie festgebackt war und alle zu mir gekommen sind, zum Sterben passiert. Gut, Leute, ich würde sagen, ich freue mich auf Final Fantasy VII. Wir sehen uns dann zu Final Fantasy VII wieder, wenn ein, zwei Tage nichts kommt, bis Final Fantasy VII da ist, dann ist das halt so. Wir haben halt momentan Corona und ich habe mir eine Spezialedition von Final Fantasy VII geholt. Das heißt, die muss erst per Post kommen. Das ist also nichts mit Download. Also ich weiß, es hört sich für mich sehr seltsam an, dass der Download quasi per Postboten besteht. Aber wer halt so eine Spezialedition will, der muss das halt machen. Gut, ich bedanke mich, Leute. Ich hatte eine Menge Spaß mit diesem Projekt. Ich hoffe, ihr auch. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.